Guten Morgen zusammen. It's Sunday. Und ich bin auch ganz schön verpennt. Mich jetzt hier in meinen Hoodie geschmissen und werde auch gleich von meiner Freundin abgeholt. Wir gehen zusammen heute eine große Runde Gassi. Und vorher, ja, ein paar Minuten habe ich noch, nutze ich die Zeit, um mit euch einen kleinen Table Talk zu machen. Also kein Table Dance, ein Table Talk. Mit meiner großen Tasse, die ist diesmal gar nicht voll mit Koffee, sondern schwarzer Tee ist diesmal drin. Mit, mit Milch und Zucker mal. Irgendwie brauche ich heute Morgen mal sowas. Und keinen Koffee, den trinke ich dann nachher. Ich habe vorhin ein Video von mir nochmal angeschaut. Von letzter Woche Mittwoch, wo ich so extrem gute Laune hatte und wo ich so aufgedreht war und wo ich gesagt habe, dass unter der Dusche schon losging, das Geplapper in meinem Gehirn. Das war wirklich der Wahnsinn. Und ich habe das Video angeschaut, weil ich, während ich es gedreht habe, ja den Faden verloren habe. Und dann habe ich mir das nochmal unter diesem Aspekt angeschaut. Ich weiß jetzt auch, wo ich den Faden verloren habe, nämlich als ich dann zu meinem Milchaufschäumer gegangen bin. Und dabei ist mir Folgendes aufgefallen bei mir selbst. Ich habe ja immer auch schon so ein bisschen die Vermutung, dass ich so eine, keine Ahnung, einen Erwachsenen-ADS habe. Das war mal eine Zeit lang so als geflügelter Witz irgendwie vor ein paar vielen Jahren in meinem Munde. Aber ich habe mittlerweile natürlich auch über das große Internet mitbekommen, dass es durchaus Erwachsenen-ADS gibt und dass das kein Witz ist, sondern dass es das wirklich gibt. Und wenn ich mir dieses Video anschaue, dann wird darin fast schon wieder meine Überlegung bestätigt. Das heißt jetzt nicht, dass ich das immer habe, so wie ich auch jetzt kein Vollnarzisst bin oder sowas. Es ist das Video, wo es darum eben auch geht, kurzzeitig mal. Und so kann ich halt manchmal meine Aufmerksamkeit einfach auch nicht halten. Also wenn ihr das Video jetzt, nachdem ihr das hier schaut, nochmal anschaut, da werde ich abgelenkt vom Zischen vom Kaffee, dann fällt mir der Milchaufschäumer ein, dann springen meine Gedanken hierhin und dorthin und ich verfolge diese Gedanken und ich kann überhaupt gar nicht auf der Linie bleiben. Und deswegen habt ihr auch verpasst, wovon meine Freundin ein Lied singen kann. Ich habe es jetzt als Kommentar unten drunter angepinnt, damit ihr es nochmal nachschauen könnt, wovon meine Freundin ein Lied singen kann. Ja, und heute, ich habe mich bewusst heute vor dieses Fenster gesetzt, auch wenn das ein monsterkrasser heller Hintergrund ist, weil es eben ein krass heller Hintergrund ist. Dadurch wirkt das Ganze so ein bisschen leuchtend und dieses Licht wollte ich heute Morgen einfach mit einfangen. Letzte Woche hatte ich euch ja erzählt, da ging es mir nicht so gut. Da bin ich so voll in mein Thema reingefallen des Alleinseins bzw. der Einsamkeit, dieses in mir tief verwurzelte Glaube, dass ich verloren bin sozusagen. Und dann habe ich letzte Woche auch ein Gebet gesprochen. Ich glaube schon seit ich Kind bin an Gott. Und mein Gebet war immer, lieber Gott, bitte das und das und das. Und danke für das und das und das. Ja. Und letzte Woche war es dann eben auch so, dass ich gesagt habe, lieber Gott, ich krieg's irgendwie nicht so auf die Kette in meinem Leben. Und deswegen, dein Wille geschehe. Und bitte, bitte, zeig dich doch einfach. Zeig doch einfach, wer du bist. Ja. Und mit diesem Wunsch bin ich jetzt die letzte Woche auch immer zu meinem Gassi gegangen. Ich habe viel zum Himmel schauen dürfen. Also mein Blick hat es immer wieder hochgezogen und ich habe so wunderbare Wolkenbilder gesehen, die so real waren, dass also es hätte eine Tätowierung am Himmel sein können. Das war so eindeutig und so richtungsweisend und so schön und das fand ich schon mal ganz wahnsinnig inspirierend oder inspirierend, nicht so in dem klassischen Sinne, wie ich es verstehe, das Wort, sondern es war berührend. Ich stand manchmal wirklich auf dem Feld und habe einfach geweint. Vor Rührung. Und dann hat der Hund das nächste Reh gesehen und hat gesagt, da geht's lang. Und dann bin ich hinterher gerannt. Also es war immer ein Gefühlsbad sozusagen. Dann hatte ich mehrfach
wunderschönes Licht einfach draußen und ja, viele, viele gute Momente. Und gestern bin ich über einen Zufall, und der Weg dahin war wirklich sehr merkwürdig, bin ich bei dem Film vom Harpe Kerkeling gelandet. Ich bin dann mal weg. Das ist der Film darüber, wie er den Jakobsweg geht. Und klar hatte ich davon schon mal irgendwie gehört, aber ich habe es mir halt noch nie angeschaut, obwohl ich ja selber so gerne wandern gehe und so gern spazieren. Und meine Gassis, die sind ja auch, nur wenn es nicht anders geht, sind die ja nur unter 5-6 Kilometern. Ich versuche ja schon auch immer mehr zu machen. Heute werden es dann auch wieder 9 oder 10. Und das Wandern ist aber so seit 3 Jahren ist das so ein ganz fester Bestandteil in meinem Leben. Das gehört einfach dazu. Ich liebe das, draußen zu sein, also auch mal größere Strecken zu gehen. Und deswegen war ich ja auch alleine in Österreich im Urlaub. Ich wollte einfach mal wirklich alleine wandern. Schaut euch die Österreich-Videos an, da fehlt auch noch eins. Das ist ja noch lange nicht fertig. Vielleicht fehlen auch noch 5. Ja, und H.P. Kerkeling wandert ja dann diese fast 800 Kilometer. Das ist ja so unfassbar. Und in dem Film waren ein paar Sequenzen dabei. Einfach nur einfache Sätze. Und deswegen werde ich ihn mir nochmal anschauen, weil ich werde mir Notizen dazu machen. Und eins war, dass er sagte, ich weiß ja noch nicht einmal, wer ich selber bin. Wie soll ich dann wissen, wer oder was Gott ist? Und ich dachte so, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das ging so ganz tief rein, diese Erkenntnis. Ich weiß nicht mal, wer ich selber bin. Wie soll ich dann wissen, wer Gott ist? Und irgendwann später, da ist er durch so, oder oberhalb von so einem wunderschönen Tal gewandert und hatte so einen tollen Blick auch. Und da hat er gesagt, also begegne ich jetzt erstmal mir und vielleicht dann auch Gott. Und vielleicht ist das gar nicht so weit voneinander entfernt. Und ich glaube, das stimmt. Und ob du es jetzt Gott nennst oder Universum, ist dann auch so süß, wie er dann einmal irgendwie sagt, liebes Universum, weil er jemanden getroffen hat, der da auch vom Universum immer spricht. Liebes Universum, dann so, ach Quatsch. Und dann ist er irgendwie abgestiefelt, ja. Und dann ist er in so einem Dorf und da steht an der Wand ich und du. Die Müllers Kuh stand nicht dabei. Ich und du. Und dann sieht er sich als kleinen Jungen. Das war, glaube ich, die 48. Stelle in dem Film, wo ich komplett ausgelaufen bin vor Rührung, wo ich geweint habe wie ein Schlosshund. Weil es genau das ist, was auch mein Weg ist schon seit so vielen Jahren. Die Beschäftigung mit dem inneren Kind, mit dem Teil in mir, der einfach über so viele Jahre von mir nicht beachtet wurde, weil ich so darum gekämpft habe, erwachsen zu sein. Ich habe darum gekämpft, normal zu sein und die Regeln zu verstehen, nach denen dieses alles hier funktioniert, und der Mensch zu werden, von dem ich dachte, dass ich ja sein muss, ja, mit so langen Fingernägeln, mit gefärbten Haaren, immer schön geschminkt. Und ja, das mache ich auch heute immer noch gerne. Aber jetzt Mut zur fettigen Haarsituation, ja, weil es ist Sonntagmorgen und ich mache das nachher mit den Haaren. Ich habe versucht, in diesem ganzen Durcheinander, das um mich herum existiert hat, habe ich versucht, Fuß zu fassen. Und ich wusste viele Jahre überhaupt gar nicht, wer ich bin. Und eins der allerersten Erkenntnisse, als ich mit meinem Weg angefangen habe, und das war 2008, die Kernsprengung, die Erkenntnis, dass ich Schöpfer in meinem Leben bin und dass es nicht den Arsch, den Penner, die Scheißbeziehung gibt, sondern dass ich das auch ermögliche durch mein Dabeisein, durch mein in diesen Beziehungen bleiben. Leben sie ja auch. Es ist ja ein Spiel. Es sind ja 2 Personen.
die da mitmachen. Und als mir das bewusst geworden ist, als ich zum ersten Mal geblinzelt habe und gemerkt habe, warte mal, ich habe ja eine Eigenverantwortung. Als diese Kernsprengung passiert ist, wollte ich euch jetzt sagen, was das dann in mir ausgelöst hat, und jetzt habe ich es vergessen. Möb. Aber ich bin heute schon ein bisschen fokussierter. Ich bin heute vielleicht so ein bisschen ruhiger und wirke etwas gedämpfter, weil ich so nachdenklich bin. Aber ich bin heute nicht ganz so sprudelig und lenke mich selber sozusagen ab. Aber leider komme ich jetzt nicht drauf, was ich sagen wollte nach dieser Kernsprengung. Wenn es mir wieder einfällt, dann schneide ich das noch in das Video hinterher rein. Ich weiß es wieder. Eins der ersten Handlungen, die ich nach meiner Kernsprengung, nach meinem zum ersten Mal Blinzeln notiert habe, das habe ich damals auf meinem Facebook-Profil notiert. Und da stand, ich bin so ganz anders, als ich immer dachte. Und der Großteil meines Wegs der letzten 16 Jahre bestand darin, damit zu hadern, wie ich bin. Ich habe mich als Zumutung empfunden, als Belastung, als anstrengend, als Zumutung ist eigentlich genau das Wort, was ich schon zuerst gewählt habe, was mich am meisten gequält hat. Ich bin eine Zumutung. Und wenn ich so plappernde Tage habe, wie den am Mittwoch zum Beispiel, das hatte ich natürlich als Kind auch, und das war sicherlich nicht einfach, mit so einem Kind zu dealen, was dann so sprudel, 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 hier und da macht, ja. Und da weiß ich noch, da hat mein Vater, als ich klein war, zu mir gesagt, Nicole, und ein paar Stunden später Location gewechselt. Es kam meine Freundin dazwischen, mit der war ich jetzt gerade schon spazieren. Ich mache jetzt hier schon den Kaffee, ich habe das Wasser schon drin, jetzt kommt noch die gute schwarze Zutat hinzu, oder naja, dunkelbraun. Da war ich noch klein und ich weiß, wir haben damals unsere Verwandtschaft in der DDR besucht. Und da kann halt mal ein bisschen mehr rein. Und das war in dem Zimmer meines Cousins. Ich weiß das noch wie heute. Da hat mein Vater mich so beiseite genommen und hat gesagt, du Nicole, weißt du eigentlich, dass Reden Silber ist? Und ich war so, oh. Also ich war so ganz, oh, weißt du, so, oh, das kann ich ja, ne, geil. Und da habe ich mich schon so angefangen zu freuen und dann sagt er, ja, und Schweigen ist Gold. Und auch an das Gefühl erinnere ich mich noch, weil das war der Moment, wo ich realisiert habe, ich werde nie reich. Und das hat schon da glaube ich, wirklich... Also, da ich mich so daran erinnere, war das sicherlich mit einer der Initialzünder, wo ich gemerkt habe, ich rede einfach zu viel, zu laut, zu wild, zu keine Ahnung was, ja. Und das hat mich wirklich mit auch geprägt. Kaffeetasse schon am Start. So. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Ich liebe Reden und ich möchte gerne über alles reden. Und ich fand genau dieses Reden aber viele Jahre als eine Zumutung. Ich fand mich als eine Zumutung. Und um jetzt nochmal zu dem Habe Kerkeling zurückzukommen, also zu dem Film, den ich gestern gesehen habe, ich bin dann mal weg. Dieser Moment, wo er da eben sich selbst als kleinen Jungen sieht, das hat mich eben auch wieder daran erinnert, dass die Arbeit mit dem inneren Kind, mit dieser inneren Verletzung auch, dass die so essentiell für mich gewesen ist. Mich erstmal zu finden, mich selber erstmal zu finden, unter all diesen Vorstellungen, wie ich denke, die so muss ich sein, erstmal dazu zu stehen, wer ich wirklich bin und was ich wirklich fühle. Und dabei dann auch erstmal festzustellen, dass ich mich für meine Gefühle auch schäme, für meine Gedanken auch schäme, weil sie eben nicht so sind, wie ich gerne denken würde, dass ich zu sein habe. Versteht ihr das? Und dann hat er, ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon gesagt habe, ich wiederhole es jetzt, weil auch wenn ich es schon gesagt habe vorhin in dem Video, dann werde ich es spätestens beim Schneiden merken und nicht rausschneiden, weil ich finde, wichtige Sachen muss
muss man öfter hören. Immer wieder muss man die hören. Habe ich jetzt die falsche Platte an? Nee. Das war, dass er sagte, da bin ich jetzt also und möchte Gott begegnen und weiß noch nicht mal, wer ich selber bin, so in dem Ton ungefähr. Vielleicht mache ich mich erstmal auf der Suche nach mir selber und dann begegne ich vielleicht auch Gott und vielleicht ist das gar nicht so weit voneinander entfernt. Und auch da sind mir einfach echt, also da habe ich taschentücherweise gestern alles voll geheult. Das hat mich so tief bewegt, dieses, ja, vielleicht ist das in mir drin. Aber nicht, dass mir jetzt Gott so im biblischen Sinne plötzlich einfährt und dann spreche ich in allen Sprachen, sondern es ist eher so die Erkenntnis, der Erkenntnisweg zu sich selbst, dass man anfängt, und jetzt spreche ich bewusst von Mann, dass man anfängt, sich selber zu leben, so wie man ist. Für mich war das die beste Entscheidung, mich zu entscheiden, so zu leben, wie ich bin. Es war sau schwer. Und ich begleite gerade eine Freundin auf ihrem Weg, die auch da diesen Weg jetzt angefangen hat. Und gerade der Anfang ist so sau schwer, weil du hast einfach nicht gelernt, mit deinen Gefühlen zu dealen und das zu regulieren. Du hast alles weggeschoben. So war es bei mir, so ist es bei ihr. Weggeschoben, weggedrückt. Nein, ich will jetzt nicht aggressiv sein. Ich will jetzt nicht wütend sein. Ich will doch die Coole sein, der das total egal ist, ob der Typ jetzt hier offensichtlich noch eine andere am Start hat oder irgendwelche anderen Sachen macht, die eigentlich gar nicht okay sind. Und dass man sagt, ja, aber ich bin voll die coole Freundin, ich gucke da drüber hinweg. Zu denken, dass das cool ist, wenn man über Sachen hinweg schaut und mit allem umgehen kann, das ist, denke ich, eben auch schon sehr früh geprägt worden. Dieses Abstumpfen, also dieses, ich muss jetzt funktionieren, um hier zu bestehen. Und je mehr ich von mir abspalte, von meiner übersprudelnden Persönlichkeit, desto besser ist es für mich, weil dann bin ich safe. Und wenn ich mit allem umgehen kann, was kommt, dann ist doch alles gut. Aber nein, das ist es nicht. Nicht, wenn es weh tut und wenn du dich dafür verstellen musst. Nochmal zurück zu mir. Als ich mich dafür verstellen musste, um mit Sachen zurechtzukommen, so, ich bin doch nicht eifersüchtig, aber abends dann ins Kissen gebissen und laut Scheiße gebrüllt, ja. Das war auf jeden Fall nicht der richtige Weg für mich, weil es mir nicht gut ging dabei. Und über die vielen Jahre, die ich jetzt einfach schon laufe auf diesem Weg, den ich gehe, merke ich, dass ich diese Gefühle von Unsicherheit mehr und mehr verliere, weil ich meinen Wert finde und weil ich meinen Wert nicht nur finde, sondern ihn auch mittlerweile zu schätzen weiß, weil ich verstanden habe, dass das, was ich zu geben habe mit meinem Übersprudeln, dass das gar keine Zumutung ist oder dass das nicht als Zumutung wahrgenommen wird, weil es als Segen wahrgenommen wird, als Inspiration, als Bereicherung. Das war früher bestimmt nicht so, weil früher hat sich mein Sprudeln dann anderweitig ausgedrückt. In laut kreischenden Prosecco-Lachanfällen bei irgendwelchen schlechten Fernsehformaten so ungefähr oder über andere oder keine Ahnung, ja. Da hat es keinen Nährwert gehabt. Da war das einfach nur rausgelacht. Okay, besser als was anderes, ja. Aber es hat einfach für meine Mitmenschen nicht in dem Sinn, wie es jetzt mittlerweile Nutzen hat, einen Inhalt. Ja? Jetzt hat es Inhalt. Jetzt hat das Sprudeln seinen Weg gefunden. Und auch wenn das Mittwochsvideo chaotisch und sprunghaft ist und ich am Schluss den Faden verloren habe, bin ich sicher. Und ich weiß es ja auch, weil mir ein paar von euch das schon gespiegelt haben, bin ich sicher, dass die richtigen Personen erreicht werden
und das Richtige für sich rausfiltern. Und wenn ich auch einen Satz nicht zu Ende spreche oder mich unterwegs verlaufe, weil ich abgelenkt bin, dass der Kaffee zischt oder der Hund pfeift oder keine Ahnung was ist. Der Hund pfeift? Ja, der Hund kann pfeifen. Die kann so richtig so ganz hoch pfeifen. Das klingt immer sehr lustig. Und quietschen. Ja, und auch wenn ich, wie gesagt, so viele Umwege nehme und so viele Zwischenstops mache, das ist, glaube ich, wie bei einer Wanderung auch, ja. Die Wanderung wird ja nicht schlechter dadurch, dass man einfach zwischendurch mal eine Pause macht oder den Blick schweifen lässt oder eben mal nicht die ganze Zeit nur auf die Schuhe schaut und auf den nächsten Schritt, sondern indem man einfach mal auch abgelenkt ist. Der Weg ist ja deswegen nicht schlechter. Und deswegen glaube ich, dass auch wenn meine Art und Weise nicht so vortragsartig, durchlaufend stabil ist, dass es aber genau für den einen oder anderen genau das Richtige ist, um meine Botschaft, um meine Erfahrung nachvollziehen zu können. Und das ist ja das, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir ja nicht, dass ich ein super Vortragsredner werde. Das ist ja gar nicht mein Wunsch. Muss ich mir auch selber gerade nochmal klar machen. Ich möchte ja kein super Vortragsredner werden und hier bei YouTube hervorstechen dadurch, dass ich die tollsten Vorträge halte oder das perfekte Setting habe mit der Kamera, mit der Schnitttechnik. Nein, das will ich gar nicht. Ich möchte, dass ihr durch mich inspiriert werdet, dass ihr durch mich euch gesehen fühlt, verstanden fühlt, geliebt fühlt, ein bisschen den Eindruck erhaltet davon, dass ihr nicht alleine seid und dass es Menschen wie euch, wie mich gibt, die den Weg auch schon gegangen sind. Und jeder Weg ist individuell und trotzdem ähneln die sich und trotzdem gibt es ganz viele Gemeinsamkeiten. Du hast dein eigenes Schicksal, du hast deine eigenen Erfahrungen gesammelt und ich habe meine Erfahrungen gesammelt. Und schlussendlich ist es aber so, dass wir alle am Schluss hoffentlich auf dem Weg dahin sind, das zu leben, was in uns ist. Unser Potenzial, unsere Freude, unsere Liebe, unsere Tiefgründigkeit, aber auch unsere Überforderung, auch zuzugeben, zu sagen, nein, ich bin nicht erleuchtet, natürlich nicht. Ich bin in manchen Punkten erleuchtet, aber ich habe auch noch Trouble. Natürlich, ich bin ein Mensch, dafür bin ich hier. Ja, und wenn man gemeinsam geht, dann ist es halt ein bisschen schöner, ja. Und dann geht man wieder alleine und es gibt Stellen und die werdet ihr feststellen. Das ist, wie ich in dem einen Talk da schon gesagt habe, es gibt Stellen, die Geburt, wenn dann der Kopf rauskommt, da können 50 Leute um dich rumstellen und dir sagen, du bist toll, du bist wunderbar, scheißegal, du musst den Schmerz haben. Und du musst da durch. Nam, nam, nam. Und so ist es bei den inneren Prozessen auch. Du bist eigentlich nie allein. Aber es gibt den Punkt der Geburt, des Abstreifens, des einmal noch durch diesen Schmerz durchgehen müssen. Den Schmerz der Ablehnung, den Schmerz der Verletzung, den Schmerz vieler Jahre Missachtung dessen, wer du eigentlich bist. Und da... auch da bist du eigentlich nicht alleine, aber da ist es am schwersten. Da ist es am schwierigsten und deswegen biegen die meisten vorher ab und sagen, dann trinke ich lieber nur ein Prosecco. In diesem Sinne, bleibt auf der Spur, bleibt mutig, es passiert nichts. Es ist alles innen drin, ihr seid nicht von außen bedroht. Das sind Gefühle, die sind in euch drin, die kommen nicht von außen mit Äxten und irgendwelchen schlimmen Sachen. Aber die Bedrohung, die fühlt sich so an und deswegen wirst du immer wieder den Impuls spüren, davon zu laufen. Wenn du den Impuls hast zu laufen, dann fahr in die Berge und geh wandern oder fahr nach Spanien oder Frankreich. Ich weiß gar nicht, wo dieser Jakobsweg so genau entlangläuft. Ich glaube, Frankreich und Spanien, oder? Ich weiß es gar nicht. Ist auch am Ende nicht so wichtig. Ich hatte meinen Jakobsweg in Österreich und ich habe es gefeiert, dass ich so viel alleine war. Und ich hätte gar nicht mit so vielen Leuten auf der Strecke sein wollen. Oder in diesen Herbergen schon mal gleich gar nicht, ja.
Gut, ich mache jetzt mal Schluss. Es besteht ja jetzt noch durchaus Bedarf an Schnittarbeit. Das dauert ja auch immer noch ein bisschen was. In diesem Sinne, ach so, ich wollte euch ja noch zeigen, falls ich mal wieder vergesse, einkaufen zu gehen. Der Lavazza Großpack steht hier schon bereit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, eine gute Zeit mit euch selbst, wann immer und wo immer ihr auch seid, sodass ihr mit euch im Reinen seid. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mir vielleicht in den Kommentaren auch was hinterlasst, wo ihr euch auch ein Stück weit öffnet und mir auch von euch vielleicht was erzählt. Oder wenn ihr einfach mir einen Daumen hoch gebt oder ein Abo oder mich weiterempfehlt. Also in diesem Sinne, macht's gut. Ihr seid genau richtig so, wie ihr seid. Ciao.